habe ein paar Theorien, aber ich brauche mehr Proben, um sie zu überprüfen. Okay. Jo, es geht. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja, haben wir diese Viecher gefunden. Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gehetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Okay. Ich schau mich da mal um. Schau mich mal um. So meine ich, sorry. Ich hab gehört, dass hier irgendwo ein Labor sei. Wusste nur nicht, wo genau. Das ist wohl wahr. Gibt's hier sonst nichts? Ah, doch, da ist nochmal ein Brief. Tagebuch in Drag 140. Heute muss ich Bailey begraben. Der Biss muss eine Arterie erwischt haben oder so. Sie hat so viel Blut verloren. Ich war bis zum Ende bei ihr. Ich war da, aber habe ihre Hand gehalten. Und dann war sie tot. Entschuldigung. Einfach so, mach ich nachher mal. Ich weiß, ich bin kein Soldat, aber ich werde nicht zulassen, dass sie umsonst gestorben ist. Ich kann vielleicht nicht schießen, aber ich kann Ellie und seinen Whitetails auf eine andere Art helfen. Diese, wie hat Ellie sie genannt? Judge? Ich werde es ihnen mit Wissenschaft heimzahlen. Mit den richtigen Daten könnte ich vielleicht etwas erreichen. Und dann ist niemand umsonst gestorben. Yay, sehe ich auch so. Warte mal, vielleicht hat sie da oben noch irgendwas. Ich war ja gerade da oben auf dem Dach drauf. Geh mal weg. Ist voll. Eli ist ein guter Mann und er hat starke Kämpfer. Da ist ein Helikopter wieder praktisch. Was ist das? Prepper-Versteck. Wir bräuchten eigentlich ein Fahrzeug. Dann muss halt jemand von euch beiden laufen. Ich kann sich ändern. Da ist wenig dran, was man nicht essen kann. Ja, ist jetzt ab. Einer rauf. Warum mach ich immer du Assi? Ja gut, wobei, wenn ich mit ihm unterwegs bin, sie kommt ja später nach, dann ist es auch in Ordnung. Base Jump. Ah, cool. Nam, nam. Ich rücke vor. Ja, mach ruhig. Wenn man nicht ganz in die Kurve kommt, ist man ein bisschen vom Gas runter, dann klappt es. Auf mit dem Nachbarn. Au. Hat weh. Okay, das sind unsere. Okay, nein, ist ja alles okay. Gut. Nimm, ich dachte gerade nur, das waren feindliche noch. In unserem Sinne ist alles okay. Aber hier gibt's nichts Fahrzeugtechnisches oder so. Nö, gut, okay. Fahren wir weiter. Aber es ist echt schade, dass ihre Freundin da gestorben ist. Ich habe echt nichts gegen Religion, aber das ist das perfekte Beispiel, wenn man es knallhart einfach übertreibt. Leute. Chill eure Basics. Weil, wie hat der Herr Lesch mal gesagt, Wissenschaft und Religion sind im Einklang irgendwo miteinander. Es gibt beides nicht ohne das andere irgendwo. Selbst, ja. Böbels, gibt es eigentlich einen Zug? Oder muss ich eine Schiene? Sauber anvisiert!
reparieren. Sekunde, ich weiß nur. So. So, noch 500 Meter sind wir da. Ich kann eigentlich nicht abschalten, ist voll lästig. Na, komm schon. Danke, dass du im richtigen Moment aufgetaucht bist. Mein gesamtes Team wurde entführt und dann haben diese Monster mit ihnen geübt. Ich hab Glück gehabt, dass sie mich nicht erwischt haben. Du bist tot, verdammt! Schon seit Monaten studiert. Die sind wirklich abgefahren. Anders kann man es echt nicht ausdrücken. Im Grunde pumpen Jacob und seine Leute diese armen Wölfe komplett mit Drogen voll. Keine Ahnung, was sie genau nehmen, aber sie werden dadurch zu echten Kriegsmaschinen. Ah ja. Noch viel schlimmer ist, dass der Kult diese Tiere auf irgendeine Weise kontrollieren kann. Das klingt vielleicht verrückt, ich weiß, aber diese Judges folgen einfach jedem Befehl. Verdammt. Langsam befürchte ich, dass sich diese Experimente nicht ausschließlich auf Wölfe beschränken. Verdammt, ich hätte gedacht, ich erwischte. Ah, da unten steht er doch noch. Sei bereit. Erwischt. Ach, armes Teddy. Pfeil im Crispy. Grizzly-Bären heute. Crispy. Yay, Crispy. Wo ist mein Brillenglas jetzt verschmiert? Sekunde. Was ist denn hier los? Boykottiert hier die Arbeit. Oh, Kines. Ich sag's euch. Ich brauche eine andere Brille, Mann. Abgesehen davon, dass die Gläser hier total am Arsch sind. Nach 5 Jahren jetzt. Oh, ich meine etwas. Eine Brille mit ein bisschen größeren Gläsern. Das da. Ah, finde ich entspannter nämlich. So, gut. Gibt es da Alarmanlagen? Ja, erstmal auskundschaften. Nachladen, ganz wichtig. Geh mal weg. So. Boah, hör auf zu lecken mal, ist ja schlimm. Unterwegs. Ist okay, müssen nur gucken, dass hier oben drauf könnte. Da sind noch welche. Müsste ja eigentlich immer so laut sein. Ich wollte es ganz stealth machen. So.
wo ist eine andere? So, Gebiet gesichert. Okay. Ach, die kommen jetzt so rübergerutscht. Okay, gut. Hui! Ich komme die Seilrutsche runter. Ja, ich seh's. Oh Gott, hier krieg ich eine Gänsehaut. Mhm. Da ist jemand zwar wieder schwer ausgerastet. Das kotzt einen manchmal. Okay, öffne das Tor, damit wir anfangen können. Dann hat jemand einen nervösen Abzugsfinger. Mach das vielleicht lieber allein. Das haben die ja nicht mehr. Öffne das Tor. Gut, jetzt wird's lustig. Lock einen rein. Von hier oben sehe ich keine Judges. Wir müssen sie herlocken. Ich hab's. Die Essensglocke. Wirf die Leiche eines Abrichters in den Futtertrog. Das ist Pavlovs Konditionierung. Wenn die Glocke läutet, werden sie kommen. Vertrau mir. Das hätte schief gehen können. Aha. Ja, geht mal raus, ihr Deppen. Verstanden. Auf dem Weg. Augen auf. Ich sehe einen. Gut angekommen. Zack. Du Scheiße, du hast einen. Yep. Ich komme sofort runter. Ich war nicht sicher, ob du das hinkriegst, aber du hast es mir gezeigt. Oh, ich finde das schon raus. Keine Sorge. Ich kann dir wirklich nicht genug danken. Ach, gerne. Dieses Exemplar ist alles, was ich zur Synthetisierung der Formel brauche. Hier, nimm diese Probe, an der ich gearbeitet habe. Das sollte dir bei der Jagd nach diesen Viechern helfen. Okay, cool, danke. Aber sagen, ich wollte noch Abschlussmusik, sonst bin ich nicht glücklich. Du kannst viele verschiedene Sprengstoffe von Homöopathika herstellen. Tolles Wort. Halte Q gedrückt und das Waffenrad wechseln auf Werkzeug. Genau. Wenn Gegenstand zum Herstellen möchtest, sofern du alle Komponenten besitzt, kannst du mit rechts gedrückt halten den Hersteller. Drücke F, um für den Gegenstand, falls möglich, zu verwenden. Ah ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wo ist das Zeug? Hab ich voll? Hab ich voll. Fleisch. Ich bin nicht Überlebenskünstler, Jäger, Wilder. Was ist das? Oregano. Schweißbrenner. Ja, ja. Einfach ziehen und ganz sanft. Jetzt wird's lustig! Scheiße! Scheißdreck! Jo, knall den Hund nicht ab! Warum ist er jetzt da drüben drin? Hat er sich verlaufen? Armes Tier. Na egal, wir schauen uns hier auf jeden Fall mal um. Es fehlt nicht mehr viel, da können wir auch gegen den anderen noch antreten. NYPD kann da nicht rein. Hier auch nicht. Okay. Gibt es hier irgendwo Gebäude, wo man überhaupt rein kann? Ist ja lästig. Ich hasse es, wenn ich nirgendwo rein kann. Voll scheiße. Ja, hallo, spiel's jetzt mal ab. Danke. Hi, ich rufe wegen des Sommerprogramms an. Meine Tochter Caitlin, sie hat Probleme. Sekunde. Geschäftsaufgabenhinweis. Wir müssen leider mitteilen, dass die
Breakthrough-Lager seine Pforten schließt. Es war uns eine Herzensangelegenheit, der nächste Generation unserer Lebensweise und das Leben im Wald näher zu bringen. Doch aufgrund von Umständen, die sich unseren Kontrollen entziehen, können wir es einfach nicht länger riskieren, das Leben dieser Kinder aufs Spiel zu setzen. Auch wenn die Whitetail Mountains seit jeher unsere Heimat waren, haben es uns die jüngsten Ereignisse unmöglich gemacht, für die Sicherheit der Kinder in unserer Obhut zu garantieren. Wir hoffen, eines Tages zurückzukehren zu können, doch bis dahin Giga Wabamene Menava. Okay. Seit der Scheidung treibt sie sich mit den falschen Leuten herum und zieht sich ganz schwarz an. Und die Musik, die sie hört, wir wissen nicht mehr weiter. Bitte, wir wissen nicht, an wen wir uns sonst wenden sollen. Dann können wir das Klopapier da drüben da auffüllen. Ist viel wichtiger. Lass doch deine Tochter ein bisschen einen auf Gothic machen. Meine Fresse. Mimi, 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 Mimi. Oh, meine Güte. Kinas Hiob-Song, du. So, also hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr Interessantes. Okay, wo ist unser Helikopter? Da bin ich mit dem Quad gekommen. Scheiße. Wo ist unser Quad? Oh, was gibt's eigentlich da oben vielleicht noch? Ich hab schnell und schmerzlos gemacht. Er ist tot. Insta. Achso, das war Flaggensymbol da hinten. Wo kam eigentlich der Chip gerade schon wieder her? Ich dachte, wir hätten hier alles platt gemacht. Hui! Bin gelandet. Okay. Da brauchen wir schon Fahrbahnuntersatz. Den kriegen wir. Wir gehen mal zu Tammy Barnes. Aber das Problem ist wirklich, hier gibt es kein Brumm-Brumm. Mit Tammy Barnes, wie weit ist es weg? Ein Kilo? Ja gut, ein Kilometer, das geht. Da kann man zu Fuß gehen. Muss nur irgendwie über den Fluss kommen. Das könnte eine Herausforderung sein. Ah, wobei, sieht gut aus. Blub, blub, blub. Hier lang, so, dann da hochklettern. Dann halt nicht hochklettern, du Arsch. Also da drüben. Ja, sag mal. Ah, okay. Von da aus kommen wir da rüber. Ah, ist ja interessant. So, dann hochklettern. Hier wieder einhängen, hallo? Was ist schon wieder los? Ja, das ist jetzt der letzte. Ich kann doch theoretisch darüber. Das wäre doof, wenn ich da nicht rüberkomme. Lehnt sich da nicht ein, oder ist... Ja, das ist eine Schräge. Ich muss da rankommen. Hast du einen Kotzen? Das geht nicht, ist klar. Ja, genau, ich sterbe dabei. Okay, wobei Knickbruch, ja, okay, gut. Ja, da mit voller Wucht gegen die Mauer klatscht, macht's Knick, knack, knack, zack, ab. Schade, Schaden durch Stürze vermeiden. Halte den Gleitschirm offen, bis du auf dem Boden reichst. Papalapap. Wir haben Beine, sind wie Federn. Hey, alles klar? Nee, schönen ist nicht. Tag noch. Halt die Fresse. Ich hab verfickt nochmal auf die andere Seite. Genau, als ob ein Flugzeug von da oben uns hier unten sieht. Ja, ist okay. Ach, ja, wird umständlich. Halt doch die Fresse, Mann. Oh, ich hab Nerven. Ey, was schießt denn hier auf mich? Bescheuert oder was? Ich hab gar nichts gemacht, geh mal weg. Warum ist eigentlich mein Wegmarker weg? Was soll der Scheiß? Ich hab mich gefragt, ob du doof bist. Mann, Mann, Mann.
wird unser Flugzeug geklaut, dann gibt es ja keinen fahrbaren Untersatz in der Nähe. Das fängt ja super an hier. Da kommt Ärger! Wie ich das hasse, kann man einfach nicht immer rumlaufen. Wir haben so viele von denen eliminiert. Wir dürften gar keine Anhänger mehr haben. Da müssen schon so viele. Okay, einen gesunden Gedanken gefasst haben. Stimmt jetzt nicht. Die können ja keinen gesunden fassen. Nee, jetzt mal im Ernst. Also, wenn du so durch bist, ich glaube, dann kommt sich das Ding durch, weil du zu fett bist. So. Wo ist dein Vater jetzt, ha? Die knallt dein Knallhart ab. Seinen Freund des anderen Leid. Die hat einfach Knallhart abgewürgt. Cool. Nee, dann bist du wirklich nicht mehr in der Verfassung wahrscheinlich. Einen klaren Gedanken zu fassen, siehst alles nur noch als Feind an. Warum spawnt über uns jedes Mal verfickte Scheiße im Flugzeug von denen? Kann doch nicht wahr sein. Oh, da ist ein Haus. Oder besuchen wir noch mal kurz. Gehen wir mal kurz hin. Ich freue mich auch schon, dass diese Woche, ich gehe wahrscheinlich wieder ein Stückchen raus, schneide dann ein bisschen die Hecke, ein bisschen was arbeiten, ein bisschen was tun, das ist auch schön. Denkt ihr so, Gärtner bald verlässt dich. Ey, Digga, wenn du den ganzen Tag nur daheim rumhackst, das ist echt eine willkommene Abwechslung. NYP! Die. In Eile verfasste Notiz. Ellie, wir können nicht länger bleiben. Bei den ganzen Patrouillen der Sekte ist es hier zu gefährlich. Das Zeug, das ich für dich aufbewahrt habe, ist draußen an dem üblichen Ort unter der Erde. Tut mir leid, Ellie, aber ich muss an meine Familie denken. Den Text haben wir schon mal gelesen, sonst wäre uns markiert worden. An der üblichen Stelle. Wenn du meinst. Da waren wir aber schon drin, oder? Ja, ja. Ihr kümmert euch mal drum. Ja, sieht aus, waren wir hier schon. Gut, dann gehen wir wieder. Ich sehe da was. Sei bereit. Ich sehe einen Quad, aber ich laufe zu Fuß. Wie schlage ich nochmal zu? Nahkampf. Ich weiß es nicht mehr. So. Genau, wenn er so viele Schüsse im Bauch kriegt oder im Korpus, überlebt er das easy, ja, ja. Einmal. Achso, die gehören zu uns. Was die Wolves denn gesehen haben? Total voll gepackt, alle Fälle. Das war wohl nichts, ihr Hirnis. Du hast eine Gabe. Was? Bärenangriff? Nö, ich will ein Elch. Ja, geht so. Der ging fett an die. Ich dachte gerade, er trifft noch. Hm, man beißt der Tast. Na, na. Findest. Wir könnten aber auch mal die Sprengmunition ausprobieren, spaßeshalber. Flampa, Sprengmunition. Mal gucken, wie die knallt. Wir finden bestimmt irgendwo wieder ein Tier oder sowas. Kann man es mal dran testen. Oder ein Lebewesen, in Form von einem Menschen. Also von einem Anhänger von denen. Was? Ah, guck. Also das haben wir auch schon entdeckt. Sonst wird das noch markiert. Egal, hoch mit uns. Hui, hui, hui. Heilige Schande. Jetzt sind wir wirklich in der Pampa. Holy Crapperoni. Oh, ein schöner See, aber. Ich sehe.
Hab's getötet. Beschädigt die Haut. Bist du beschädigt? Das stimmt doch gar nicht. Das ist die Schuss. Was ist denn daran bitte beschädigt? Verstehe ich gar nicht. Okay, merke, funktioniert gut, aber naja. Okay, da kommen wir nicht hoch. Erklärt das manchmal noch überall in der Suche meinen eigenen Weg, wenn er einen besseren findet. So ein paar Bimbos. Ammunition selber kann ich keine herstellen. Spezialmunition muss ich kaufen. Was für ein Gefühl. Was hast du denn? Verstopfung oder? Da lugt was raus. Da ist bestimmt was versteckt. Rogers letzter Wille. Tut mir leid, ich habe es mit Schreien und Klappern versucht. Verflucht. Ich habe sogar versucht, ihn abzuknallen. Diesen verdammten Bär rührt sich einfach nicht vom Fleck. Mir ist das Wasser ausgegangen und die Luft schmeckt auch schon ziemlich abgestanden. Ich bin so schwach, dass ich mich kaum bewegen kann. Wer das findet, soll bitte Carol ausrichten, dass ich sie liebe und dass sie zu ihrer Schwester gehen soll, wo es sicher ist. Roger. Carl! Ah. Hier waren wir also noch nicht. Schade. Ja, das ist natürlich elendig, wenn man das so stirbt da unten. Kostet 8 Punkte, wir haben 20. Ja gut, dann können wir uns das leisten. So, das war Autoreparatur. Das ist jetzt nicht so relevant für mich. Was ist das? Nahkampfmeister. Nahkampf ist ein bisschen effizienter. Okay. Wurfgeschossen, Granate, zurück, wenn. Aha. Gehe Sprinte leiser. Ja, das ist gut. Ist es so cool dann für die Bekleider nur? Da habe ich kein Interesse dran. Das brauchen wir eigentlich nicht. Fischen werden schneller müde und neue Fliegen werden im Angelslot des Werkzeugs. Okay. Granaten, Körperpanzer, alles voll hier. Erste Hilfe voll. Schick! Gut, haben wir da noch was gefunden, wenn wir hier ein bisschen rumlaufen. Deswegen mache ich keine Schnellreisen. Da verpasst man immer so viel. Gerade wir haben ja nicht mal die halbe Map aufgedeckt. Munition, check. Waffen, check. Sein Gesicht, uncheck. So ugly as fuck. Forget it. Mal gucken, ob da Freunde von uns in der Nähe sind. Ach, das ist nicht versteckt von uns, sondern. Rückblickend. Hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann. Kann ich mal die Scheiße ausmachen? Oh, was will der denn? Hey, du warst wie vom Erdboden verschwunden. Es war einfach nicht dasselbe ohne dich hier. Hab gehört, dass Tammys Plan funktioniert hat. Danke, dass du den Funk entstört hast. Jetzt können wir die Leute koordinieren und, was noch wichtiger ist, endlich gute Musik in die Berge senden. Leider kann ich hier nur Vinyl abspielen. Deswegen ist die Auswahl momentan ein bisschen begrenzt. Aber die Leute hier haben einen ziemlich guten Geschmack. Falls du über ein paar Alben stolperst, bringen sie mir vorbei. Okay. Ja? Die beste Möglichkeit, deinen Scheiß im Griff zu haben. Das ist okay, können wir mal machen. Klingt das nicht so besten? Oha, was machen die mit dem? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Aber du steckst wohl voller Überraschungen. Diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihnen die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff.
Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Fast genauso gut, aber ich habe noch einen Band draufgegangen. Ich muss erstmal hier für Musik sorgen. Finde ich persönlich viel wichtiger. Ich habe dich gehört.